Hier bin ich wieder an dem Aquarium mit den kranken Fischen. Nochmal kurz zum Aquarium. Es hat die Maße 100 x 40 x 40, brutto also 160 Liter. Ich filtere hier mit einem Außenfilter von JBL. Ja, und da sind die guten. Ich habe jetzt mal Seraonib-Tablette angeheftet an die Scheibe und wie man sieht, die Kollegen haben auch keinen Hunger. Ich habe jetzt zwei, drei weitere entdeckt, die am After hier so Stellen haben. Sieht man jetzt bei dem ganz gut. Ja, in den Kommentaren hatten ja einige geschrieben, was es sein könnte. Ja, das Ganze ging von Fraßkopfwürmern über einen bakteriellen Infekt oder aber auch einem Tumor. Ja, wie gesagt, was das genau ist, keine Ahnung. Deswegen habe ich mir ein Mittel besorgt, das ich hier drin gerne anwenden möchte. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, ich habe mir jetzt ein Medikament besorgt. Das ist frei verkäuflich. ESHA 2000. Und zwar soll das ein Kombinationspräparat sein mit Ultrabreitbandspektrum. Ja, und wie man hier lesen kann, wirklich Breitband, da ist alles dabei. Und ja, was mich halt zum Kauf angeregt hat, sind hier die parasitären Infektionen, wenn es wirklich Fraßkopfwürmer wären. Genau, hier auch noch interessant, allgemein bakterielle Infektionen, das deckt es auch ab. Ja, und hier ist ganz hilfreich die Dosierung angegeben. Genau, über 3 Tage wird das Ganze dosiert. Ich rechne jetzt mal den Wasserinhalt runter und ja, dann werde ich die Tropfen hier mal eingeben. Der Wasserstand im Aquarium ist jetzt ein bisschen niedrig, das macht aber nichts weiter. Ich fülle jetzt nicht weiter mit frischem Wasser auf, denn wenn ich die Tiere behandelt habe, werde ich einen großen Wasserwechsel machen und dann auch über Aktivkohle zusätzlich noch die Medikamente wieder rausfiltern. Ja, und jetzt geben wir mal das Präparat hier ein. Das ist hier oben eigentlich ganz easy zu dosieren. Hier kann man drauf drücken und dann kommen die Tropfen einfach ins Wasser rein. Die zähle ich jetzt weiter ab und dann heißt es abwarten. Das Zeug ist unter Wasser grün, in der Flasche war es noch rot, wie man hier sehen kann. Ja, und das Ganze verteilt sich jetzt hier im Wasser und wird wahrscheinlich das ganze Aquarium grün färben. Warten wir mal ab. Ich werde die Tiere jetzt 3 Tage lang behandeln und ja, dann sehen wir uns hoffentlich mit guten Nachrichten wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.